Ich begrüße Sie alle, Herr Superintendent, Herr Direktor, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir in unserer Diözese auch dabei sind, wenn die lange Nacht der Kirchen den Menschen deutlich macht, dass die Kirchen Orte der Beheimatung, Orte der Gottverbundenheit, der Sehnsucht der Menschen nach Gott sind. Was eine Kirche bedeutet, das haben wir erlebt in den letzten Wochen, wie die lange Nacht der Kirche in Paris war. Das Feuer in Paris, das haben alle eine ganze Nacht lang verfolgt. Das war eine Dramatik und ich staune, wer aller sich da plötzlich äußert und sagt, Kirche, dieses Kulturgut ist etwas so Kostbares. Kirchgänger und Nicht-Kirchgänger haben sich da geäußert und damit ist deutlich geworden, in Europa dieses Kulturgut, dieser gebaute Glaube, den wir da haben, ist etwas, was jedem Menschen nahe geht. Und an diesem Abend, lange Nacht der Kirchen, öffnen wir die Tore für Gespräche, für Begegnungen, für Austausch. Im Bischofshaus wird meine Hauskapelle auch offen sein für Menschen, die noch nie dort waren vielleicht und gerne mal da schauen, wo ist die Privatkapelle des Bischofs, wo gehe ich am Abend hin, um meine Sorgen des Tages abzulegen oder wo hole ich mir in der Früh die Energie, ja, um in das Land hinauszugehen mit all den Anliegen, die ich dann am Herzen habe als Bischof. Also das wird dann auch offen sein. Es wird in dieser Domkirche hier Veranstaltungen geben und in vielen anderen Kirchen. Also das ist eine Marke, sage ich jetzt einmal, die lange Nacht der Kirche, eine Marke, dass Kirche etwas ist in unserem Land, wo die Menschen sehr, sehr viel damit verbinden. Wenn wir hier in der Domkirche sind, hier an dieser Orgelempore, dann ist das auch ein Raum für Kunst und Kultur, wo es hervorragende, ja, Musik gibt, die Menschen auch um der Musik willen hierher kommen und dann öffnet die Musik das Herz, wie wir es kaum durch eine Predigt vielleicht schaffen oder manchmal auch mit einer Predigt schaffen oder auch die Kunst, die hier ist, dieser gebaute Glaube hier ist schon etwas, was als Kulturgut im Herzen der Menschen ist. Und mit Lange Nacht der Kirchen sagen wir, Menschen, kommt, setzt euch her, kommt ins Gespräch mit uns, reden wir drüber. Oder sagt uns eure Sorgen, wir legen sie hin, wir legen sie auf den Altar oder ich stehe an ihrer Seite. Sie denken vielleicht jetzt an etwas, was ihnen ganz bedeutsam ist oder wo sie eine ganz große Not haben und ich bete für sie. Plötzlich entsteht dann in dieser langen Nacht der Kirchen eine Form von Gemeinschaft, von Solidarität, die eine Kraft ausstrahlt, wo Menschen spüren, der Glaube hat schon eine Energie für die Seele, die mir sonst niemand geben kann. Das ist die Chance der langen Nacht der Kirchen.